Hallo Leute, wir stehen dieses Mal ja, relativ knapp vor Riften. Da sind wir nämlich jetzt angekommen. Und ja, hier ist der Stall. Uah. Jetzt mal gucken, wie wir nach Riften reinkommen. Geht einfach mal durch diese Leiter, diese Stufen hoch. Und hier rüber und hier klopfen wir mal an. Super. Kommen wir schon mal nicht rein. Ah, ist ja geil. Aber kein Problem. Kann man da tauchen? Ganz klasse. Jetzt kommt man da nicht rein. Typisch. Ist das hier? Schade. Naja, um ehrlich zu sein, so Schatzkiste wäre es schon gewesen, hätte mir jetzt richtig gut gefallen. Oh. Na toll. Gehen wir mal zur Nirnwurz. Ey, wo ist denn der Haupteingang von Riften, Mann? Von der Riftone. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Man sagt, Ulfrecht Sturmmantel habe den Großkönig getötet mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Bester Angriff ist eine gute Verteidigung, stimmt's? Ja, schon eine gute Geschichte eigentlich, oder? Und ich kenne das mit der Stimme, weil geht uns ja genauso. Wo heißt das Ding? Ich schätze mal da ganz oben, oder? Erledigt. Haha. Tja, mein Freund. Sorry, dumm gelaufen für dich. Vulkanglasdolch. Oh je. Yeah. Sehr nett auf jeden Fall. Der Schattenstein. Kann einmal pro Tag für längere Zeit unsichtbar sein. Nein, will ich aber nicht. Will nicht unsichtbar sein. Bin immer froh, wenn jeder mich sieht. Und vor mir fliehen kann. Oh ja. Nachtigallhalle. Okay. Naja. Leute, wir müssen nach Riften zurück. Mal speichern. Da jetzt rein und zwar in den Rattenweg. Ah, das sieht doch nach Haupteingang aus, oder?
Das ist gut. Halt! Zurücktreten! Wenn ihr Rifthorn betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Dieses hier ist verschlossen. Ja, warum? Was ist los? Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Das ist alles. Okay. Nein. Ihr könnt das Nordtor benutzen. Boah. Oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Wenn ihr Rifthorn betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Ansonsten haben wir nichts. Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts toll aufgetaucht sei. Er sagte, er sei ein Sijik-Mönch gewesen. In meinen Augen hat er etwas zu viel Stoma getrunken. Das Nordtor. Na dann. Nutzen wir halt das Nordtor. So, das ist Nordtor, oder? Ey, wie groß soll die Stadt sein? Ich glaube, das ist so eine winzige kleine Stadt für ganz traurige Diebespack und Gesinde. Benutzt das Nordtor, hallo? Eigentlich hätte ich sie gleich für diese Frechheit abschlachten sollen. Da reinzukommen ist ja schwieriger als... Keine Ahnung, als sonst was. Ah. Stehen bleiben. Da waren wir ja schon. Ehe ich euch nach Rifthorn lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Ha. Die was? Die was? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Ihr seid offensichtlich ein Dieb, ich töte Diebe. Ich hätte euch für klüger gehalten. Oh je. Also gut, nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Der lügt doch. Was ist los? Drachen? Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Ich bin soweit. Da muss man richtig rucki-zucki Gas geben. Ansonsten nämlich ist man da, macht das Tür wieder zu und dann kostet es Doppelte. Sind sogar die Wachenverbrecher. Die Wachen sind eigentlich immer die Ehrenmänner, ja? Wem man trauen kann. Normalerweise. Aber nicht den Riften scheinbar. Hier ist alles ein bisschen anders. Oh je. Ich sehe schon. Riften kannst du vergessen. Riften entdeckt. Aha. Fängt schon schlecht Ärger an. Oder so? Der Diebesgilder aneinander geraten. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebes... Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Wenn ihr einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Oder Schlimmeres. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Erin. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. Ihr seid das einzig Gute, was dieser Stadt seit langem widerfahren ist. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Ja. Seid ihr nicht aus Riften? Ich bin schon als Abenteurerin in Tamriel unterwegs, seit ich als junges Mädchen so gerade eben mein Schwert schwingen konnte. Meine Reisen führten mich von Hochfels nach Valenwald, von Elsweyr nach Morrowind und an alle Orte entlang des Weges. Okay. Vor vielen Jahren verlor ich mein Schwert, Düsterklinge, in einer Dwemer-Ruine. Für mich ein Zeichen, dass ich mit der Suche nach Reichtum meine Zeit vergeudete. Wir beide ähneln uns. Wir suchen Herausforderungen und große Belohnungen. Doch da hören die Gemeinsamkeiten für mich auch schon auf. Wieso? Denn ihr wisst, Rifthorn ist meine große Bestie, die ich töten will. Und meine Belohnung ist Dankbarkeit und Vertrauen. Okay. Maven Schwarzdorn, das weibliche Oberhaupt der Familie, steht für alles, was mit dieser Stadt nicht stimmt. Sie hat unzählige Amtsträger bestochen, besitzt Freunde in der Kaiserstadt und pflegt Umgang mit der Diebesgilde. Ich habe alles versucht, Riftons Bürger vor ihrer Familie zu schützen. Leider vergebens. Nun, da wäre Ingun Schwarzdorn, Mavens Tochter. Ein seltsames Mädchen.
Sie verbringt ihre Zeit gerne im Elgrims Elixiere und arbeitet an ihren Alchemiekünsten. Dann ist da noch Hemming, Mavens Sohn. Ein verhätscheltes Balg und Erbe ihres Imperiums. Er folgt ihr so, wie ein treues Hündchen seiner Herrin folgt. Und schließlich Sibi, der Schlimmste von allen. Er sitzt wegen Mordes im Gefängnis von Rifton. Okay. Also ganz ehrlich, Mjoll, die Löwin gefällt mir sehr gut und die hätte ich als Begleiterin dabei. Das wäre überragend. Es ist lächerlich, sie eine Gilde zu nennen. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Das sind die Schlimmsten. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Was meint ihr? Versucht darüber hinwegzusehen. Das ist bedauerlich. Es gibt viel zu viele Leute in Rifton, die eure Ansicht teilen. Seht doch nur, wohin das führt. Ja, ich würde mich aber nicht entscheiden Aaron jetzt. Ich möchte erst mal kennenlernen. Können dieser Stadt nicht helfen. Sie muss sich zuerst einmal selbst helfen wollen. Ist er Riftons Beschützer? Das ist nicht leicht. Ich habe mir die Probleme dieser Stadt aufgehalst und stoße bei ihrer Lösung ständig auf schier unüberwindliche Hindernisse. Korruption, Lügen und Betrügereien sind hier an der Tagesordnung. Oh, ja. Das habe ich schon gemerkt. Wäre da nicht Aaron, der junge Mann, der mir das Leben gerettet hat, hätte ich wohl schon vor langer Zeit aufgegeben. Aaron fand mich, als ich vor einer Dwemer-Ruine lag, dem Tode nahe. Ich wäre dort gestorben, hätte er mich nicht hierher gebracht und gesund gepflegt. Als ich wieder bei Kräften war und er mir von den Problemen erzählte, die Rifton plagten, wurde mir klar, dass das Schicksal mich hergeführt hatte. Und so blieb ich. Okay. Passt auf euch auf. Fürs Gespräch, danke gleichfalls. Sehr nett. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Ich habe keine Angst vor euch. Das ist die falsche Antwort. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Störenfried, der hier groß rauskommen will. Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Ja, ist der hier sauber? Ungewöhnlichen Edelstein zeigen. So einen bekommt man nur, indem man ihn stiehlt. Ihr werdet wohl besser hier reinpassen, als ich gedacht habe. Ich hab 3 davon. Also, was wollt ihr wissen? Gibt's da was? Verratet mir, was dieser Edelstein wert ist. Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Ah, der weiß Wenn das. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie Geil. Finden. Okay, keinen Zacken aus der Krone brechen. Habt ihr Neuigkeiten über die... Werde ein volles Mitglied der Diebesgilde? Oh je. Ich habe nur das Gerücht gehört, dass ein Junge namens Aventus Aretino in Windhelm versucht hätte, die dunkle Bruderschaft zu kontaktieren. Er hat hier in Rifton im Waisenhaus auf der anderen Seite der Stadt gelebt, ist dann aber wohl weggelaufen. Man kann es ihm nicht verübeln. Okay. Also, wir haben Maven, die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist. Sie hat Freunde in hohen Positionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Außerdem hat sie Verbindungen zur dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde. Ihr kann also niemand etwas anhaben. Denkt daran, wenn sie euch einen Auftrag erteilt, macht lieber genau das, was sie sagt. Oh je. Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Mein Bruder Heuler. Ich war selbst Maul mal dabei. Oh je. Hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Wir sehen uns. Ich will doch bei der Diebesgilde gar nicht unbedingt mitmachen. Ehrlich jetzt. Oh, hi. Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Mein Baby.
Was sind die hier alle so beschissen drauf? Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Was? Wollt ihr mir sagen, dass ihr es geraubt habt? Warum? Warum tut ihr mir das an? Hört zu, Chadre. Letzte Warnung. Zahlt, sonst werdet ihr was erleben. Hauptsache, ich bekomme das Gold. Alles andere ist euer Problem. Mit euch habe ich nichts zu schaffen, also geht mir aus dem Weg. Was wollt ihr? Ich schulde jemandem viel Geld und ich glaube, man hat mich betrogen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, weiht mich ein. Ich habe mit den Ställen in Weißlauf ausgehandelt, dass sie mir Sattel und Zaumzeug verkaufen. Ich habe von Saphir Gold geliehen, um die Lieferung zu bezahlen. Aber es wurde gestohlen, bevor es ankam. Ja. Jetzt will Saphir ihr Geld zurück. Und ich glaube, wenn ich es ihr nicht gebe, bringt sie mich um. Oh je. Ja, ich helfe. Wirklich? Ja. Ach, ich danke euch. Klar, selbstverständlich helfe ich Ihnen. Ja. Hofgrier nahm mich auf, als ich vor etwa einem Jahr nach Rifthorn kam. Er hat mich alles gelehrt, was er weiß. Pferde sind von einem Jahr. Oh, ja. Damals in Hammerfell habe ich bei der Aufzucht von Pferden auf unserem Hof geholfen. Ich hoffe, eines Tages meine eigenen Ställe eröffnen zu können. Aber ich fürchte, das dauert noch viel länger, als ich dachte. Seid bei Saphir auf der Hut. Sie umgibt sich mit allen möglichen unangenehmen Gestalten. Aber natürlich. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Na klar, mache ich gerne. Aber wo ist die Gute hin? Die war doch gerade eben hier, die Saphir. Handwerker sie herstellen können. Grüße, geschätzter Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Ich habe noch keinen Argonen gesehen. Das ist der Argonen, den wir sehen, gell? Wenn euch etwas gefällt, könnt ihr mir gerne ein Angebot machen. Cool. Hi. Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, hä? Mhm. Das Schmieden liegt mir seit Generationen im Blut. Den Erfolg verdanke ich meinen Vorfahren und ihrem Wissen über das Feuer. Das Geheimnis ist meine Schmiede. Sie funktioniert mit Feuersalzen. Seltsamen Mineralien, die so heiß brennen wie die Lava des Roten Bergs. Ich hab Feuersalze. Das war sie einmal. Leider steht die Schmiede vor dem Erlöschen und ich habe keine Feuersalze mehr. Wenn ich nicht bald etwas nachlege, erstirbt das Feuer. Mhm. Wunderbar. Die waren bestimmt schwierig zu bekommen. Ihr habt mein Geschäft gerettet und das Herz eines alten Schmieds. Das ging aber schnell. Ja, klar. Dafür danke ich euch. 1250 Gold, ach du Kacke. Die Leute sagen, dass ich Gold mit dem Leid anderer Menschen verdiene. Aber was sollte ich sonst tun? Schmieden ist alles, was ich kann. Wenn das nächste Mal eins meiner Schilde einen Todesstoß ablenkt, werden sie einen anderen Ton anschlagen. Mhm. Ihr wünscht euch Training, was ich tue. Sehr gut. Ja, komm. Das war schon okay. Lasst euch mal wieder blicken. Ihr seid immer willkommen. Klingt gut. Dankeschön. Wirklich sehr freundlich. Vielleicht kann ich einen Schleifstein benutzen und mal irgendeine Waffe. Boah, einen hochwertigen Bogen. Machen wir. Sehr geil. Vulkanglas durch. Na, den Strand. Das kann ich nicht machen, gell? Weil der verzaubert ist. Oh. Okay. Auf jeden Fall, das war schon mal gut. Aber. Werkbank? Jawohl. Die nutzen wir auch mal. Vielleicht können wir da was machen. Die können wir alle nicht verändern, weil es alles.
Ja, weil es halt alles Dings ist. Wir arbeiten schon. Also halt verzauberte Sachen können wir nicht erhöhen. Oh. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Na, selbstverständlich. Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das ist nicht das richtig. Das kann ich sehen. Wer hat einen hübschen Vulkanglasdolch? Alles eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Mhm. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Mhm. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Was? Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Und warum? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, und wir legen los. Mhm. Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch. Ihr lasst etwas zurück. Wir sollen Brandschei daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Da wir nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Oh je, oh je. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh, Leute. Kommt alle her! Oh je. Yeah. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kommt alle her. Kommt alle her. Kommt alle her. Solltet ihr auf dem Markt vorbeikommen, ich handle dort mit Spezialitäten aus Morrowind. So, jetzt Achtung. Geduld, Brandschei. Das ist eine seltene Gelegenheit. Und ich möchte, dass ihr dabei seid. Diebischer kleiner Elfenabschaum. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur Zerstoßene mit Wasser vermischt. So. Nirnbots. Das war nur ein. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jarl. Zeitverschwendung. Verdammt, ich wusste, dass ich nicht hätte warten sollen. Nochmal laden. Das war ja irgendwie doch dann die falsche Schatulle. War schon interessant, was wir da drin hatten. Kommt! Aber kommt alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Madesi? Kommt alle her! Kommt alle her! Ach, Bri. Was gibt es denn diesmal? Bam. Mal gucken, was da ist, der drin hat. Madesi Silberring, Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Ah, passt sogar sehr gut. Kann ich gleich direkt auflesen. So wie es ist, original. Damen und Herren, Falmerblut. Und das Ding auch mal auf. Dir. Schneederarmschienen brauchen wir nicht. Von den Schneeelfen? Das einzig wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Meister der Magie. Stellt euch die Kraft vor, die durch ihre Adern floss. Woher habt ihr das dann? Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben. Aber ich kann versprechen, dass der Inhalt echt ist. Hände weg! Ein Schluck von diesem Elixier und eure Wünsche gehen in Erfüllung.
Reichtum, ewiges Leben oder vielleicht sogar unbegrenzte Macht. Habt ihr wirklich... Wie viel kostet es? Das war's für heute. Kommt das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Das Problem ist ein ganz anderes, dass ich gar nicht weiß, was ich machen muss. Kommt! Kommt alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kein Schubsen, kein Drängeln. Es ist Platz genug. Ja, das war der Brandschei. Der letzte natürlich im Bunde war der Brandschei. Es war so klar. Kommt alle her. Ach, Greniolf. Was gibt es denn diesmal? Geduld, Brandschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende wenn ich war es hier dann fertig doch bin, verstoßen euch gerne eine nächste Nirnwurz. Das war nur ein Missverständnis. Also machen wir nochmal die Türe auf. Ich hab's nicht so richtig gepeilt, was ich machen muss. Also muss ich das nochmal lesen? Sorry, also irgendwie. Meine Damen und Herren. Falmerblut-Elixier. Kommt schon, sprecht ihr von den Schneeelfen? Das einzig wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Meister der Magie. Stellt euch die Kraft vor, die durch ihre Adern floss. Woher habt ihr das dann? Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz gar... So, machen wir das Ding auf mal. Bleiben. Aber ich kann versprechen, dass der Inhalt echt ist. Ein Schluck von diesem Elixier und eure Wünsche gehen in Erfüllung. Soll ich jetzt nochmal lesen? Platziere Madesis Ring und wo soll ich den nochmal platzieren? Stil Madesi? Ah, in Brandscheiß Schatulle. Oder vielleicht sogar hey, oh fuck. Hey, Hände weg. Wie viel kostet es? Nur 20 Goldstücke. Beeilt euch, bevor alles weg ist. 20 Münzen? So viel hat doch niemand. Während meiner Wache Gesetze breche. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahr. Verdammt, ich wusste, dass ich nicht hätte. Jo! Mehr! Schon hier? Wirklich? Viele Wachen, wartet, die ich kenne ja euch doch. Jetzt mal, sorry, ehrlich, wie soll ich in Brandscheiß Schatulle irgendwas reinlegen, aber nicht kommt, den beknackten Schlüssel nicht hab? Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Hier entlang, hier herüber. Achso, da muss ich vielleicht der Madesi den Taschendiebstahl oder den Brandscheiß den Taschendiebstahl machen. Ach, Brynjolf, was? Nee. Was ist denn diesmal? Geduld, Brandscheiß. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch... Jetzt Achtung. Zerstoßene mit Wasser vermischte Nirnwurz. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand. Meine Damen und Herren... Bin ich mal gespannt, meine Damen und Herren. Was der da jetzt hier schon wieder macht. Also, wir haben jetzt Madesis Schatulle. Gell? Ja. Madesis Silberring. Kommt schon, sprecht ihr von den Schnee. Das einzig wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Meister der Magie. Stellt euch die Kraft vor, die durch ihre Adern floss. Woher habt ihr das dann? Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben, aber ich kann Ah, Moment. Und jetzt muss ich ihm das geben. Ah, ich verstehe. Okay, Leute. Alles klar.
Madesis Silberring geben. Das war's für heute. Kommt morgen wieder, wenn ihr etwas kaufen wollt. Ja, ja. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Na, also hat doch geklappt, oder? Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Naja, gut, mehr oder weniger. Hier, bitte. Eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. 100 Gold? Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber egal. Ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Mhm. Die Bezahlung ist wirklich gut, also, aber ich weiß nicht. In einfachen und verständlichen Worten. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifthorn in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Okay. Wenn ihr eure Meinung ändert, trefft mich dort und wir unterhalten uns über eure Zukunft. Hört sich auch gut an. Auf jeden gut, Fall. Ich unterhalte aber euch jetzt noch hier, ein bisschen. Ich suche einen alten Mann, der sich im Rattenweg versteckt. Ja, ich glaube, ich kenne ihn. Er versteckt sich in den Rattenweg-Wohnkasernen und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Ah, und deswegen hat er es mir gleich mal erzählt. Das ist super. Wenn ich euch bei allem an die Hand nehmen muss, seid ihr vielleicht für diese Art von Arbeit nicht geeignet. Er befindet sich unter euren Füßen. Folgt einfach dem Geruch. Also, die Wände haben Ohren und ihr werdet auf die Probe gestellt, Bürschchen. Wir unterhalten voll uns in der zersplitterten Alter. Flasche. Ja, mein Freund. Also, wenn man hier reinkommt nach Riften, dann muss man. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Bei mir gibt es das beste Essen im ganzen Himmelsland. Mjoll hat mir gesagt, dass es nicht überall so schlimm ist. Ah, yeah. Etwas frisches Fleisch gefällig, um euch den Magen zu füllen. Ja, wie haltet ihr das Essen so frisch? Ich habe mir einen Trick von einem Metzger in Elinir abgeschaut. Einer kleinen Stadt jenseits der Grenze Pökel. In Hammerfell. Er hat mir gezeigt, wie man Eisgeistzähne mahlt, um sie zum Konservieren einzusetzen. So bleibt alles kalt und frisch. Allerdings nur für begrenzte Zeit. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Vorräten. Wenn ihr also 5 davon finden solltet, würde ich sie euch gerne abkaufen. Ich glaube, ich habe 5 da. Danke. Ja, doch, mache ich schon. Ich hatte ich dachte, schon ich hätte welche. Mehr zu bekommen. Da habe ich die. Schon. Ja, ich habe sie gefunden. Perfekt. Ja. Einfach perfekt. Jetzt dürfte meine Ware auch in nächster Zeit frisch bleiben. Und hier, wie versprochen, meine Belohnung. Ja, 50 ich hoffe, Gold, oder was? Gefällt euch. Oh, weh. Super Zauberbuch, Magierlicht, naja. Das ist in Rifthorn der Name für die Abwasserkanäle unter unseren Füßen. Absolut widerlich. Wenn euer Geldbeutel gefüllt und euer Kopf auf euren Schultern bleiben soll, würde ich mich von diesen schrecklichen Tunneln fernhalten. Okay. Das, was jetzt, ihr hier was seht. Was hat sie zu verkaufen? Mal gucken. Und was wäre das? Sonstiges interessiert mich natürlich. Das kaufen wir. Aber das kaufen wir nicht. Dietrich brauchen wir nicht. Salz aber. Nee, auch nix. Halskette des Führens, aber. Bitch, verrückt. Naja, und viel Gold hat die auch noch, die gute. Vielen okay, Dank schön. Für die Eisgeistzähne. Unser Fleisch ist ja, gerne, gerne. Jetzt gucken wir uns kurz die Objekte an bei den Büchern. Ob wir damit was anfangen können. Ja, kenne ich schon, klar. Oh yeah. Genau, wer ist denn hier der Jala? Ist das das Haus vom Jala? Ne, Tempel von Mara. Es gibt doch hier in jedem Ding einen Jala, oder nicht? Diese Stadt fest im Griff. Heute sind sie nur noch lausige Banditen und Schläger. Verschwindet, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Warum ist sie denn so? Snowhold Manor. Dingsbums Manor. The Bee and the Bob. Oh oh. Alles nicht,
Biomedery. Pond Prawn. Okay. Kommt mir fast vor wie die Kumpels aus Ich habe aus allerlei interessante Artikel in meinem Sortiment. Habt ihr euch schon umgesehen? Werft einen Blick drauf. Ja, ne, ich würde vielleicht gern was verkaufen. Statt der Steine. Das habe ich eigentlich alles schon. Heldenmut habe ich aber, glaube ich, noch, oder? Ja, aber kannst du vergessen. Da ist nichts dabei für mich, okay. Vielleicht kann ich was verkaufen. Naja. Ich habe jetzt wirklich was zum Verkaufen hier. Brauchen wir alles nicht. Aber alles Blödsinn hier. Okay, danke schön. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Also Leute, ich sag auch bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir in Riften hier mal ein bisschen weiter. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.